Hallo, in diesem Video möchte ich nochmal kurz drei Dinge auffassen, aufgreifen. Einmal die Sache, was die Vorteile von Kochnahrung ist oder sind. Die gibt es auf jeden Fall auch. Und einmal ein Vergleich, wie es jetzt, also was das für körperliche Auswirkungen jetzt gehabt hat, diese Stärkekost, also die Schleim-Wassereinlagerung, die allgemein durch die Kochkost, aber auch insbesondere durch die schleimbildende Stärke entstehen, wenn der Körper halt nicht genügend Möglichkeiten in Form von Zeit einfach bekommt, Ruhezeit oder halt eine Zeit, wo man halt nicht nachstopft und auch keine schleimbildende Nahrung oder Kochnahrung nachstopft, bekommt, um dieses wieder herauszureinigen, wie das, also was dafür nach 4 Tagen schon für Auswirkungen sind, da blende ich dann jetzt mal 2 Vergleichsbilder ein. Und das dritte, was wollte ich da noch sagen? Vielleicht fällt das mir gleich wieder ein. Ach ja, dass das oder ob Fasten den Stoffwechsel zerstört. Also zerstören ist sicherlich ein falscher Begriff, ein falsches Verb, aber es ist auf jeden Fall so, dass der Stoffwechsel eine deutlich, deutlich langsamere Rate, also die Schnelligkeit des Stoffwechsels deutlich niedriger ist durch das Fasten und nach dem Fasten als wahrscheinlich davor, außer man ist schon sehr rein. Aber das ist im Prinzip ein Missverständnis, dass das schlecht sei. Im Prinzip ist es sogar gut. Deswegen, weil der Stoffwechsel in erster Linie, also dafür muss man erstmal verstehen, was Stoffwechsel überhaupt ist und wozu der vom Körper gedacht ist. Das sind halt Naturgesetze, die die meisten halt nicht wissen und nicht verstehen, weil die natürlich auch nirgendwo im Mainstream auftaucht. Und ihr könnt es euch vielleicht schon denken, der Stoffwechsel ist in erster Linie dafür da. Also was für Stoffe werden da gewechselt? Also welche Stoffe sind es, die am meisten den Stoffwechsel beanspruchen. Also so viel im Körper wird jetzt nicht erneuert, dass man so einen starken Stoffwechsel braucht, um die ganze Zeit Stoffe reinzutreiben in den Körper und alles reinzutreiben und die Energie durch Zucker reinzutreiben und was weiß ich. Die meisten Stoffe, die den Stoffwechsel beanspruchen, sind die Stoffe, die halt raus wollen. Deswegen in erster Linie ist der Stoffwechsel dazu da, also nicht ausschließlich, aber in erster Linie, um Gifte heraus zu transportieren und Stoffe heraustransportieren heißt immer entgiften. Jede Zelle hat logischerweise einen Stoffwechsel von uns und produziert dadurch Abfallstoffe. Das ist einfach Entgiftung. Das sind halt nicht nur Giftstoffe, die man so durch die Nahrung zu sich nimmt, sondern einfach der ja, Zellstoffwechsel der Zellen. Und deswegen ist es im Prinzip, wenn man durchs Fasten halt entgifteter ist, braucht man, also ist der Stoffwechsel dadurch niedriger, also aus dem Grund niedriger, weil man halt nicht mehr so viel zu entgiften hat und nicht, weil man irgendwie, ja, weil man irgendwie den Stoffwechsel zerstören würde, also im negativen Sinne. Es kann schon so sein, dass es, wenn man halt zu krass fastet, dass die Balance nicht mehr gegeben ist, dadurch, dass man ja nach einem einzigen Fasten ja nicht alle Gifte komplett raus hat, aber der Stoffwechsel halt noch niedrig ist und der muss sich dann dem aktuellen Level wieder anpassen, wie man halt noch Gift im Körper hat und vielleicht auch noch neue Gifte hinzuführt durch die Umwelt und auch durch die Nahrung. Und dafür braucht man auf jeden Fall einen geeigneten Stoffwechsel, um das schnell genug wieder herauszutransportieren. Da muss man halt so eine Balance für sich finden, was halt das Richtige ist. Und das kann natürlich schwierig sein.
Das wollte ich kurz dazu sagen. Ich habe aber keine allgemeine Meinung, ob ich Fasten allgemein empfehle oder nicht. Das ist immer eine Individualgeschichte. Ich bin also weder pro Fasten noch kontra Fasten. Das wollte ich damit auch sagen. Genau wie ich weder pro Kochnahrung bin noch kontra Kochnahrung. Ich gebe halt nur meine Meinung wieder und gebe halt das wieder, was für mich die Vorteile davon sind, noch die Nachteile davon sind. Und da kann sich dann halt jeder rauspicken, ob er das dann haben möchte oder nicht. Also ich bewerte das kein bisschen. Die Vorteile der Kochnahrung. Wie mache ich das eigentlich mit den Bildern, die ich eingeblendet habe? Muss ich doch am Ende machen. Die Vorteile der Kochnahrung sind, dass man, ja, dass es entspannend wirkt auf den Geist und den Körper, auf kurze Sicht allerdings nur. Danach befindet man sich in einer Spirale, wo das Negative davon überwiegt, dass es halt immer weniger entspannt ist. Also auf lange Sicht ist Rohkost entspannender, aber mal so als Ausnahme, und auf kurze Sicht kann man das als Vorteil werten. Kochnahrung ist allgemein sehr, sehr günstig. Wenn ich da jetzt denke an Haferflocken, an irgendwelche Nudeln, an Kartoffeln, an Reis oder auch an Erdnüsse zum Beispiel, ist natürlich sehr, sehr günstig. Auch die ganze vegane Palette halt. Es ist lecker, das auf jeden Fall. Kann rohe Nahrung auch sein. Aber an sich ist Kochnahrung auch relativ lecker, finde ich, so vom Aroma einfach. Die Lagerfähigkeit ist sehr gut. Getrocknete Linsen, getrockneter Reis, Kartoffeln, auch sowas wie Dosengemüse, eingelegtes Gemüse, eingelegtes Obst, Fruchtsäfte und so weiter. Das ist alles super einfach dann zu managen und zu handeln. Besonders wenn man halt viel unterwegs ist, viel arbeitet und so weiter. Kann man mit roher Nahrung auch. Aber das ist dann eher auf die einfache Rohkost bezogen und nicht auf die Rohkost, die meisten auf Dauer durchführen könnten. Das ist dann eine Rohkost, die meiner Meinung nach mit Rezepten, mit Verarbeitung einhergeht, um das dauerhaft für die meisten, wie heißt das, ja, damit das für die meisten funktioniert. Und da ist es dann halt wieder so, dass es schon schwieriger ist, bezüglich Lagerfähigkeit, bezüglich der Einfachheit der Zubereitung und auch der Einfachheit, der Besorgung der Dinge. Besonders aber bei der einfachen Rohkost, so viel qualitative Früchte und auch unbelastete Gemüse sich zu besorgen, das ist oft nicht so einfach, als sich irgendwelche Kartoffeln zu besorgen. Also die Zugänglichkeit ist, also zumindest bei der einfachen Rohkost, mit einfacher Rohkost meine ich halt, dieses Frutarische, vielleicht halt Salate noch, ist das schon schwieriger, als wenn man halt jetzt auch sowas wie Ölsaaten nimmt oder Nüsse oder sowas, was man halt fast überall findet. Und die Zubereitung kann auch zeitaufwendiger sein von dieser gemischten Rohkost, die aber diese Rohkost darstellt, die, wenn man halt auf Rohkost geht, kann man nicht direkt auf diese einfache Rohkost dauerhaft gehen. Das ist eigentlich nahezu unmöglich, meiner Meinung nach. Ja, also es ist ziemlich einfach zu machen, die Kochnahrung, aber bei der einfachen Rohkost spart man sich eigentlich noch mehr Zeit, wenn man dann da mal hinkommt. Die Qualität der Nahrungsmittel ist oft deutlich besser von der Kochnahrung, auch vom Geschmack her. Also in Deutschland zumindest besonders. Also wenn ich mir hier die Früchte angucke und teilweise auch das Gemüse, dann ist das halt nicht wirklich gut. Da muss man, allein aus dem Grund, sollte man da dann schon teilweise gemischte Rohkost mit integrieren, finde ich. Besonders wenn man halt in Deutschland lebt oder Europa allgemein, die nördlichen Breitengrade. Da ist die Qualität von Kochnahrung auch halt, ja, oft besser. Kochnahrung ist sehr sättigend. Falls man mit Rohkost noch nicht ganz satt wird, kann das also dann auch Sinn ergeben. Es findet dadurch noch kein krasser Bewusstseinswechsel statt. Man fühlt sich mehr als Teil der Gesellschaft, erfährt weniger Druck von außen, weil halt sehr viele Leute halt kritisch dem gegenüberstehen, weil die sich auf den Schlips getreten fühlen oder halt wirklich der Meinung sind, dass es das irgendwie gestört sei oder so, was ich überhaupt nicht verstehen kann, aber ist halt so. Und dadurch hat man halt auch weniger sozialen Druck. Das ist auf jeden Fall eigentlich der größte Vorteil von der Kochnahrung, weil das ist eigentlich wirklich das einzig Schwierige daran. Ansonsten ist das einfach nur eine Gewohnheitssache letztendlich.
Das kann aber halt sein. Und es ist halt natürlich auch einfacher in sozialen Situationen, weil halt Rohkost, Nahrung oder rohe Lebensmittel halt nicht unbedingt überall verfügbar sind. Und da kann ich es auf jeden Fall auch als sinnig nachempfinden. In sozialen Situationen oder halt, weiß nicht, zu Geburtstagen, Veranstaltungen, da ist dann halt Kochnahrung auch einfacher, ist ein Vorteil. Dadurch, dass man ein bisschen gekochte Nahrung integriert, hat man weniger starke und dafür stetigere Entgiftungssymptome oder eine stetigere Entgiftung. Das hatte ich jetzt auch ein bisschen genutzt, diesen Effekt davon, weil sich sehr, sehr viel am Lösen ist seit dem letzten Fasten, auch noch halt nach dem Fasten. Es hat sich da irgendwie, ja, sozusagen wie vor einer Höhle, von einer gefluteten Höhle, die Steine sozusagen, die korrupten Steine losgelöst, und jetzt fließt da alles so raus. Und das mal halt so verlangsamen war jetzt auch mal ganz chillig, sage ich mal. Das ist halt auch ein Vorteil, stetigere, langsamere Entgiftung, und der Körper entgiftet halt immer, ist ein Naturgesetz. Und gekochte Nahrung erdet gut. Das heißt, es garantiert eine Bodenhaftung und stimuliert also die unteren Chakren, dieses physische und halt dieses mehr bodenständige insgesamt. Das kann man natürlich auch durch andere Sachen erreichen, aber das ist natürlich ziemlich einfach, einfach irgendwas gekochtes zu essen, sage ich mal. Ja, das ist die Sache. Und dann noch zu den Bildern, zu Vergleichsbildern. Da finde ich schon ziemlich krass, wie die Unterschiede halt sind innerhalb von nur 4 Tagen. Das sind mehrere Kilo an Wassereinlagerung einfach, weil gekochte Nahrung halt inflammativ wirkt. Ich habe davor schon durch Rohkost auch schon circa 2000 Kalorien am Tag gegessen und jetzt die letzten 4 Tage auch circa 2500 Kalorien und gestern halt mal 4000 zum Spaß. Also kann es auch nicht sein wegen dem Stoffwechsel irgendwie, weil da halt irgendwie einen Schaden hätte, habe ich ja vorhin schon erklärt, wie ich das sehe. Weil so viel mehr habe ich eigentlich ja nicht gegessen, deswegen kann das schon nicht sein, dass sich der Stoffwechsel irgendwie jetzt kaputt, dass er kaputt ist und deswegen irgendwie Fett einlagert, und so schnell lagert man auch kein Fett an, das sind einfach Wassereinlagerungen durch den Schleim. Also in erster Linie durch den Schleim, durch die Stärke. Ja. Finde ich schon ziemlich krass, wollte ich mal zeigen. Und halt auch, wie gefüllt der Darm jetzt ist. Was natürlich auch von dem vielen Gemüse kommt, weil es so ballaststoffreich ist. Aber auch die ganzen Whole Foods, also Kartoffeln sind ja auch sehr ballaststoffreich und sehr wasserreich auch. 70% Wasser hat so eine Kartoffel. Und also es war kein Foto, wonach ich gegessen hätte. Ich habe sogar so nach dem Aufstehen noch nichts gegessen. Letzte Mahlzeit, weiß nicht, 6 Stunden oder so liegt hinter einem. Und dann trotzdem so ein gefüllter Darm. Ja. Das ist vielleicht für einige noch interessant, diese Informationen. Bis zum nächsten Video.